So, wir sind nass, Flachwitz-Challenge, Timmy-Time. Ich habe absolut keinen Bock auf Flachwitz. Habt ihr Bock auf Flachwitz jetzt? Ja, yeah. Habt ihr Bock auf Flachwitz? Ich habe Bock auf Flachwitz, okay. Es könnte wirklich sein, dass ich jetzt bei dem Video meine Cringe-Brüllen anlegen muss. Ich habe sie hier zum Vorrat, liebe Leute. Und falls die Cringe-Brüllen zum Einsatz kommen, werde ich sie auch anziehen. So ein Ding ist das nämlich. Wasser rein, ne? Es ist mir auch schon mal sympathisch. Wasser rein, ne? Das ist richtiges Basel-Bieder-Deutsch. So, wie es muss sein. Timon ist recht feucht geworden, Alter. Den Witz musst du einfach machen. Guten Morgen miteinander und damit ganz herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute bin ich nicht allein, wie ihr seht, denn heute mit dabei ist der Raphael. Der Raphael ist auch motiviert as fuck. Nicht nochmal Sali. Salza. Und zwar machen wir heute nicht ein normales Video, sondern eine Flachwitz-Challenge. Wir haben extra zwei Vorleser besorgt, für uns die Witz. Sie haben sich zwei Vorleser besorgt, Digga. Sie haben einfach mehr Vorleser, als ich in jedem Video hatte. Holy shit, Timmy Time, bei dir läuft. Vorlesen, guten Morgen, Anschü. Sali. Guten Morgen, Fanny. Sali. Fanny. Ich hoffe, ihr wisst alle, wie das geht. Und zwar nehmen wir beide gleichzeitig Wasser ins Maul und hinter der Kamera lesen sie Flachwitz vor. Und dann gut. Okay, sollte ich mitmachen und jetzt auch Wasser ins Maul nehmen. Und dann, wenn ich muss lachen, und ich sage euch in die Cam hineinspucken. Ist das ein Deal? Es geht darum, wer weniger spuckt oder halt ja. Man den Fresse spuckt. Warum sitzen wir so nicht? Das wird scheiße. Also, Wasser ins Maul nehmen. Fang mal an. Treffen sich zweimal. Nathan, sagt der eine, was soll ich heute bloß anziehen? Oh fuck. Oh. Kennt ihr das, wenn ihr euch so verschluckt und dann macht es in die Speiseröhre innen macht es so weh? Ich mach das nicht mit dem Wasser. Schlechte Idee gewesen. Jetzt ist mal lustig, Alter. Was ist grün und steht vor der Tür? Ein Klopfsalat. Okay. Treffen sich zwei Kerzen. Fragt eine, was machst du heute? Sagt die andere, ich gehe aus. Was ist ein Keks unter einem Baum? Ein schattiges Plätzchen. Timmy, was ist das gewesen? Er hat auch so... Er hat auch den anderen anspucken. Timmy, no sexual, aber... Wasser rein. Ja. Geht ein Cowboy zum Friseur. Kommt er raus, ist sein Pony weg. Warum sollten Frauen über 30 nicht mehr Verstecken spielen? Weil die keiner mehr sucht. Ich muss wieder mit Wasser machen, dann ist es lustiger. Wenn ich es ohne Wasser mache, dann ist es gar keine Challenge. Wie heißt das Reh mit Vornamen? Kartoffelpü. Ich darf die Jack nicht. Kartoffelpüree. Was ist groß, braun und schreibt undeutlich? Ein Grizzlybär. Wir nehmen einen Boomerang, der nicht zurückkommt. Ein Stock. Ein Stock Scheiß ist der Witz. Digga, da lache ich einfach nicht. Nicht von mir. Digga, was macht... Leute, was macht der Timmy genau? Du musst nicht nach vorne, du musst das im Maul behalten. Das ist eine Challenge. Schau mal oben, du. Flachwitz Challenge. Challenge. Oh, wie nennt man einen dicken Vegetarier? Biotonne. Was sagt der große Stift zum kleinen Stift? Wachsmalstift. Wachsmalstift. Zwei Blondinen unter der Dusche. Gib mir mal dein Shampoo bitte. Ja, aber du hast doch eines gleich neben dir. Ich weiß, aber das ist für trockene Sau und meins ist nass. Ich bin gerührt, sagte der Teig. Fabian, findest du, dass ich eine schlechte Mutter bin? Ich heiße Tom.
Digga, das sind wirklich Flachwitze. Das sind wirklich holländische Witze sind das. Holy shit, Digga. Mhm. Jetzt erst jetzt checkt. Und so ist Corona entstanden. Ja, das ist wirklich, die Challenge ist in dieser Zeit wirklich eine sehr gute Idee. So kann man Corona wirklich sehr, sehr effizient. Sehr effizient spreaden. Timon ist recht feucht geworden. Wisst ihr was? Warte, Alter. Erzählt ein Glatzköpfiger eine haarsträubende Geschichte. Was spielen Kinder in Iran? Bombenversteckis. Wer sucht, der findet. Wer drauf sitzt, verschwindet. Lieber Herr Doktor, ich habe solche Angst. Ich liege im Sterben. Doktor, dann stehen Sie doch bitte auf. Ah, Leute, ich weiß Real Talk nicht, was ich euch dazu sagen soll. Ich glaube, sie hat ein paar Bierchen müssen trinken vorne dran. Dark Humor best, da schreibt Olli Nelson. Safe, alle Dark Humor wäre übel wild. Machen wir so ein Video mit Dark Humor noch. Alter, was? Timmy! Du musst nicht nach vorne. Du musst... Timon, hol die Kamera, sonst wird sie nass. Ja, komm. Wegen dem super Wetter müssen wir jetzt rein. Hey, das Wetter ist wirklich gut. Alter, das beste Wetter da. So, wir sind jetzt reingekommen, wegen es draussen regnet. Wegen draussen Regen, ja. Hey Leute, der rechts. Eben, ich bin Deutsch. Der redet so richtig, für die, die es nicht wissen, der redet so richtig Baselbieterdeutsch. So richtig Baselbieterdeutsch redet der. Ich tue jetzt den ganzen Stream nur noch Baselbieterdeutsch reden. Und es kann sein, dass ihr draussen ein Geräusch hört. Das ist der Regen, der immer noch regnet. jo, sorry. Mensch, sagt irgendetwas, Timmy. Lacht. Das wäre kurz gesehen, aber eben wegen technischen Problemen, wegen dem geilen Wetter. Dafür gibt es vielleicht nächstes Mal wieder ein längeres Video. So, dann wäre es auf jeden Fall wieder gesehen mit dem Video. Vergesst mir nicht auf TikTok und auf Instagram noch zu folgen. Ja, ganz wichtig, folgt dem Timmy Time auf TikTok. Das ist das Wichtige vom Tag. Dann voll, bis nächstes Mal. Ciao zusammen. Tschüss. Oha, einfach Automusik vom Jungkook. Kappa, let's go. Hoffentlich hast du ihn auch gefragt. Nein, auf jeden Fall ein Video gesehen, wo man sich doch hat können anschauen. My heart went. My heart just got stuck between these loops. My heart went. Mama got